Sie möchten eine genaue Anleitung haben, wie man Prozessmanagement im Unternehmen grandios zum Scheitern bringt. Also nicht so ein stilles Sterben, sondern mit so einem richtigen Knall. Damit schon der Begriff Prozessmanagement auf alle Zeiten in der Firma völlig verbrannt ist, wir haben hier die wichtigsten 10 Tipps, wie Sie das hinbekommen. Und am Ende des Videos gibt es noch einen Bonustipp, also sozusagen den 11. Tipp, der besonders niederträchtig ist. Freuen Sie sich drauf, los geht's! Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Und damit Prozessmanagement so richtig scheitert, haben wir hier die 10 wichtigsten Tipps und die besten Anleitungen aus vielen Unternehmen zusammengetragen. Sozusagen die Creme de la Creme. Und am Ende des Videos gibt es für größere Firmen noch einen Bonustipp, der ganz besonders viel Laune bringt. Also, beachten Sie alle Tipps ganz genau, damit es so richtig fulminant kacke wird. Gleich zum Start ein Geheimtipp. Je mehr von diesen Tipps Sie wirklich konsequent anwenden, desto schneller scheitert Ihr Prozessmanagement. Also wenn Sie auf Geschwindigkeit Wert legen, dann alle diese Tipps sofort umsetzen. Tipp Nummer 1. Starten Sie eine ausführliche Diskussion über die Methodik mit möglichst vielen Personen innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Debattieren Sie leidenschaftlich über die verwendete Notation wie EPK oder BPMN oder die Wahl des richtigen Tools. Es gibt da draußen am Markt hunderte von Tools. Der Gesprächsstoff wird Ihnen über Jahre niemals ausgehen. Und solange darüber nur diskutiert wird, passiert gar nichts in der Firma. Speziell die Meinung von Experten, die mal ein Buch gelesen haben, aber ansonsten weder Change- noch Prozessmanagement-Projekte erfolgreich geleitet haben, sollten die Diskussion richtig anheizen. Also genau auf die am meisten hören. Und sprechen Sie ja nicht über die Ziele oder den Nutzen von Prozessmanagement, sondern ausschließlich sinnbefreite Methodendiskussionen. Tipp Nummer 2. Achten Sie darauf, dass im Unternehmen jeder unter Prozessmanagement etwas völlig anderes versteht. Die einen sollen an Swimlane-Diagramme denken, die anderen an Performance-Dashboards wie in Raumschiffen und die dritten um die letzte Zehntelsekunde, die man vielleicht aus irgendeinem beknackten Ablauf herausquetschen kann. Speziell hier und da gestreute Gerüchte über massive Personaleinsparungen und damit Entlassungswellen helfen natürlich, dass Ihr Prozesspflänzchen richtig schnell zertreten wird. Und je mehr Verwirrung Sie in kürzerer Zeit durch die unterschiedlichen Versprechungen bei verschiedenen Anspruchsgruppen stiften können, desto weniger wird sich bewegen. Tipp Nummer 3. Setzen Sie ja keine Ziele für Prozessmanagement, denn damit haben Sie sofort immer alles jederzeit erreicht. Jeder soll mal seine Ziele selbst und unabgestimmt definieren. Auf keinen Fall sollten die Ziele mit Unternehmenszielen oder einer übergeordneten Strategie abgestimmt sein. Das könnte ja jeder. Einfach mal mit Prozessmanagement starten und schauen, was dabei rauskommt. Jeder wird verblüfft sein. Tipp Nummer 4. Bevor Sie irgendwie mit Prozessverantwortung oder der Messung von Prozessleistung anfangen, sollten Sie wirklich jeden Prozess bis ins allerletzte Detail modellieren und dokumentieren. Die Sinnhaftigkeit spielt überhaupt keine Rolle. Beschreiben Sie den Prozess, wie man neues Druckerpapier einlegt oder im E-Mail-Programm eine Nachricht beantwortet. Das sind wirklich die ganz, ganz wichtigen Dinge, alles dokumentieren. Gerade letzteres, dieses E-Mail beantworten, ist ja hochrepetitiv und da lässt sich ja bestimmt einiges rausholen, oder? Sie können sich auch wirklich sicher sein, dass Ihre Mitarbeiter Prozessmanagement als völlig sinnbefreite und überflüssige Arbeit ansehen. Tipp Nummer 5. Sie brauchen Daten. Also messen, messen, messen. Und insbesondere händisch und möglichst kleinteilig. Sorgen Sie dafür, dass die Messwerte und Daten auf diversen Zetteln niemals zusammenpassen und möglichst oft in verschiedenen Personen abgetippt werden müssen. Je mehr Handarbeit, desto besser. Aber achten Sie vor allem auch ganz genau darauf, dass diese Zahlen, wenn sie dann schon mal abgetippt worden sind, später niemals für irgendwas verwendet werden oder dass damit irgendwie was analysiert oder gearbeitet wird. Und wenn damit gearbeitet wird, dann fragen Sie bei schlechten Ergebnissen unbedingt in der ganz großen Runde, wer schuld ist. Und je mehr Zuhörer ein öffentliches Zur-Sau-Machen hat, desto besser ist es doch. Jemanden so richtig rund machen vor der versammelten Mannschaft kommt immer besonders gut an, weil die Zahlen nicht stimmen. Und auch Entlassungen wegen schlechter Zahlen sind immer hochwirksam. Vermeiden Sie es danach zu fragen, wie man eine Leistung verbessern könnte. Bleibt die Kundenzufriedenheit tief? Macht nichts, Sie messen es ja. So können Sie sicher sein, dass sich Ihre Mitarbeiter nach einiger Zeit fragen, was sie überhaupt bringen soll, dieses ganze Zeug, und die Zahlen systematisch frisiert werden, bevor sie weitergegeben werden.
Tipp Nummer 6. Damit die viele Modellierungsarbeit auch wieder ständig gemessen für alle zur Motivationsschub wird, stellen Sie ja keine zusätzlichen Ressourcen zur Verfügung. Also alle machen das einfach noch zusätzlich und ohne Unterstützung, am besten händisch oder mit völlig beknackter Software. Alle möchten es und lieben es ja, noch mehr Arbeit zu bekommen. Wir haben ja so viel Zeit. So können Sie sicher sein, dass die Mitarbeiter mit vollem Elan an der Sache rangehen. Tipp Nummer 7. Die Linie geht immer vor und trifft die Entscheidungen. Und je mehr diese Entscheidungen von den Erkenntnissen aus dem Prozessmanagement abweichen, umso besser. Grundsätzlich sollten Sie immer erst ein Organigramm aufbauen, die Kästchen mit klugen Köpfen besetzen und erst hinterher fragen, was die Kästchen eigentlich zu bearbeiten haben. So fördern und zementieren Sie das wichtige Silo-Denken im Unternehmen. Eine neue Verteilung von Aufgaben und Ressourcen, damit ein Prozess besser funktioniert, kann so durch die Linie wirklich jederzeit abgewehrt werden. Und je mehr Abteilungen und Linienfunktionen an der Bearbeitung eines Prozesses beteiligt sind, umso besser. Die Krönung der Zusammenarbeit sind dann Lenkungsausschüsse oder Komitees, die grundsätzlich mit allen Führungskräften zu besetzen sind, damit auch wirklich jeder seinen Senf dazu abgeben kann. Tipp Nummer 8. Kommen Sie ja nicht auf die Idee, Mitarbeiter einzubeziehen. Die sollen was arbeiten und verstehen eh nichts vom Prozessmanagement. Denken und organisieren ist doch nur was für Chefs. Also, wenn der Mitarbeiter im Kundendienst eigentlich genau wüsste, was man verbessern könnte, nicht fragen. Der Vorstand oder vom Vorstand eingekaufte externe Berater von möglichst großen und teuren Beratungsfirmen, die ganzen namhaften, wissen das sowieso immer alles viel, viel besser. Und was teuer ist, muss einfach besser sein. Niemals Mitarbeiter fragen. Großer Fehler. Tipp Nummer 9. Bestimmen Sie schnell irgendwelche Prozessverantwortlichen und geben Sie ihnen jede Menge Verantwortung, aber ja keinen Entscheidungsspielraum oder gar die Verfügungsgewalt über irgendwelche Ressourcen. Die Prozessverantwortlichen sollen für jede Änderung einen Antrag schreiben und dieser soll dann in möglichst mehreren Gremien ganz, ganz bürokratisch vorgestellt und verteidigt werden. Also nicht nur den Antrag schreiben, sondern muss man noch vorstellen von einer großen Runde, da gibt es Rückfragen, da muss man sich rechtfertigen. Sie wissen ja schon, so richtige Gremienarbeit eben. Ne? So eine Ablehnung von so einem Antrag, von Prozessfremden vor allem, nach mehrfachen Rückverweisungen, also zuerst nochmal eine Rückverweisung, um etwas zu konkretisieren, ein bisschen mehr Daten raus und dann zu sagen, nee, das wollen wir jetzt dann vielleicht doch nicht. Oder am besten noch nur wegen formaler Fehler, das ist auch noch was Schönes. Das macht nochmal ganz, ganz deutlich und bremst die Änderungsgeschwindigkeit. So kriegen Sie garantiert nichts weiter. Dann schauen wir doch mal, wie lange es dann wirklich dauert, bis gar keine Änderungsvorschläge mehr kommen. Tipp Nummer 10. Achten Sie darauf, dass bei den Prozessen immer die interne und möglichst selbstbezogene Sicht einnimmt. Also optimieren Sie Ihre Prozesse, Ihre Abteilung, Ihres Teams immer auf Kosten der anderen. Hauptsache Sie stehen gut da. Kommen Sie ja nicht auf die Idee, die Prozesse aus der Sicht Ihrer internen oder externen Kunden zu hinterfragen. Dass die vielleicht denen Ihre Arbeit leichter von der Hand geht oder dass Sie vielleicht weniger Rückfragen haben oder sowas. Oder vielleicht die entsprechenden Wünsche von möglichen externen Kunden berücksichtigt werden. Niemals. Sie müssen gut dastehen. Und schon gar nicht im Rahmen der heutigen Digitalisierung. Schließlich hat man das schon immer so gemacht. Und jetzt kommt noch der versprochene Bonustipp für ganz besonderen Spaß in größeren Unternehmen. Mein Lieblingstipp sozusagen. Implementieren Sie bei den Prozessen in jedem Fall ein System zur lückenlosen individuellen Leistungskontrolle Ihrer Mitarbeiter. Und zwar am besten ohne deren Wissen. Totale Überwachung ist hier die Devise. Sie wissen schon, Vertrauen in die Mitarbeiter ist doch nur was für Anfänger in der Führungsrolle. Genaueste Kontrolle macht den guten Führungsstil aus. Und vor allem ohne das Wissen des Betriebsrats. Sorgen Sie für Heiterkeit in den Mitarbeitergesprächen, indem Sie diese Daten aus dem Ärmel ziehen und als Grund nennen, um die faule Sau mal so richtig zu erden. Welche Tipps kennen Sie denn noch? Schreiben Sie mir doch mal Ihre besten Ideen für ein grandioses Scheitern in die Kommentare. Und wenn Sie wissen wollen, wie Prozessmanagement tatsächlich gut funktioniert, abonnieren Sie meinen Kanal und schauen sich meine anderen Videos an zum Thema Prozessmanagement. Da gibt es wirklich gute Tipps, wie wir das Ganze entsprechend weitergehen. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.